Die Fortuna nach dem Heimspiel gegen Unterhaching weiter ungeschlagen und doch, es fühlt sich derzeit etwas mau an in der Südstadt, auch ein paar Tage nach dem 0:0. Ich glaube, so wie sich kurz nach dem Spiel angefühlt hat, dass es eigentlich zwei verlorene Punkte waren, weil wir halt auch sehr gut gespielt haben und, glaube ich, mehr verdient gehabt hätten als nur einen Punkt. Die Unentschieden haben sich in der letzten Zeit sehr gehäuft und ich glaube, wenn man beispielsweise die letzten beiden Partien sieht, dann ist die Mannschaft auch mit diesem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Es waren beides Spiele, wo wir eher unseren Chancen hinterher trauern und nicht so sehr über den einen Punkt jubeln. Insofern spricht die Tendenz dieser Ergebnisse eigentlich nicht für unsere Herangehensweise. Die Fortuna mit viel Aufwand gefühlt, aber zu wenig Ertrag und doch die Kölner mit einer guten Phase vor dem Spitzenspiel am Samstag in Karlsruhe. Ja, also wir sind auf jeden Fall noch ungeschlagen in diesem Jahr und Karlsruhe hat derzeit, glaube ich, einen Lauf. Aber irgendwann muss auch dieser Lauf auch mal gestoppt werden und ja, ich hoffe, dass es dann am Samstag der Fall ist, weil wir sind auch, denke ich mal, gut drauf. Wir müssen zwar zwei Leute ersetzen, aber ja, das Spiel muss erstmal gespielt werden und wir werden dann mal sehen, was dabei rauskommt. Mit Kegel und Kiaré fehlen zwar zwei Schlüsselspieler gelb gesperrt, aber das ist die Chance für andere. In der Abwehr wird Tyson Kiaré ersetzen. Im Mittelfeld gibt es als Ersatz für Mike Kegel für mich zwei Varianten. Die eine wäre ein Ersetzen 1:1 von Mike durch Okan Kurt. Okan ist ein etwas anderer Spielertyp, aber er treibt sich gerne in ähnlichen Zonen wie Mike rum. Wir hätten eine klare Aufteilung zwischen dem klassischen Sechser Nico Brandenburger und Okan als demjenigen, der in einer etwas offensiveren Position agiert. Eine zweite Möglichkeit ist logischerweise auf eine klassische Doppel-6 zurückzugreifen. Dann wäre Markus Pazurek die logische Alternative. Hieße, wir arbeiten etwas stärker auf vier Linien im Spiel. Wir sind etwas kompakter, etwas dichter zusammen. Kompaktheit könnte eines der Hauptthemen werden für Samstag. Der KSC mit der besten Defensive der Liga unter Alois Schwarz erst 6 Gegentore, seit 11 Spielen unbesiegt. Karlsruhe seit Wochen mit großen Schritten unterwegs Richtung Aufstiegsplätze. Karlsruhe SC verfügt eben über eine enorme individuelle Qualität. Die brauchen nicht allzu viel, um Spiele zu entscheiden. Und sie haben eben auch die Geduld, um einen Gegner mal zu locken und über einen längeren Zeitraum in der eigenen Hälfte zu verteidigen und dann zuzuschlagen. Insofern glaube ich, sind wir sehr, sehr gut beraten, uns immer sehr gut in der eigenen Hälfte abzusichern, auch mal geduldig in diesem Spiel zu sein. Denn wenn wir zu offensiv agieren, wenn wir zu sehr unsere Positionen entblößen, dann laden wir den Gegner zu Konteraktionen ein und das wäre definitiv das falsche Mittel. Ich finde, es ist eine hervorragende Herausforderung, auch eine enorme Prüfung für unsere junge Mannschaft, nicht im Alter, aber in der Drittliga-Erfahrung jungen Mannschaft, eben ein solches Spitzenspiel auch wie eine Spitzenmannschaft anzugehen. Es werden viele Zuschauer kommen, das haben wir uns auch irgendwo auch verdient. Ja, das Spiel muss erstmal gespielt werden und wie gesagt, wir müssen zwei Leute ersetzen, das werden wir tun und wir werden auf jeden Fall gewappnet sein für Karlsruhe. Die Wochen der Wahrheit Teil 2, Samstag Fortuna Köln beim Karlsruher SC, die nächste Möglichkeit für ein weiteres Highlight zu sorgen.